и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы. An der ersten Nachtprobe für die diesjährige Siegesparade am Roten Platz nehmen 20.000 Soldaten teil. Genau so viele werden am 9. Mai marschieren. An diesem Tag feiert Russland den 66. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Die Route für die Kampftechnik ist auf den Millimeter genau justiert und auch die jahrelange Erfahrung lässt keine Fehler zu. Die Panzer T-90 fahren auf den gepflasterten Platz. Genau 13 Stück machen die Parade zu einem eindrucksvollen Schauspiel. Ihnen folgen die Raketensysteme Smerch, Iskander und Topol-M, die langsam an den Kremlmauern entlang rollen. Bei der Vorbereitung auf die Parade muss alles wie bei Kampfübungen sein, gut aufeinander eingespielt und fast wie im Ernstfall. General Valeri Gerasimov, der die Parade bereits das dritte Jahr in Folge leitet, nimmt die Probe nicht auf die leichte Schulter. Bei der Vorbereitung ist es sehr wichtig, alle Kleinigkeiten, alle Seiten zu berücksichtigen, um jegliche Fehler auszuschließen. Nur die Luftstreitkräfte, 5 Hubschrauber Mi-8, hatten frei. Sie werden am 9. Mai mit der russischen Trikolore und den Flaggen der Sicherheitskräfte über den Roten Platz fliegen. Toll, ich habe selber bereits an 3 Paraden und auch ein Trainingsteil genommen. Ich habe in der Moskauer Kommandantur gedient. Alles läuft ausgezeichnet. Die Teilnehmer der Parade haben noch einige Proben und die Generalprobe vor sich, die am 7. Mai am Roten Platz stattfindet.